Ich liebe dieses Glitzer. Das funkelt so schön. Whee! Nochmal! Das Glitzer ist überall. Das macht so Spaß. Was zum... Wow! So viel Glitzer. Das bringt mich auf eine Idee. Hallo? Jemand da drin? Ich glaube, es ist frei. Oh. Ach, komm schon. Ich brauche die Klopapierrolle. Aber der Gestank. Hupsi! Das war ekelhaft. Was ist Kevin bloß? Verhalte dich cool. Bin nur eine Pflanze. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Oh, was machst du da? Siehst du gleich. Wickle Papier um eine leere Klopapierrolle. Als nächstes zeichne auf die Rolle in etwa so. Stecke dann einen halbvollen Ballon rein. Ziehe den Ballon nach unten, sodass er feststeckt. Male mit Filzstift ein Gesicht auf den Ballon. Sei dabei so kreativ, wie du willst. Mit etwas Papier kannst du der Katze noch Tatzen verpassen. Jetzt hast du dein eigenes Squeeze-Toy. Schau! Wow! Komm, wir spielen was zusammen. Oh nein! Kein Klopapier! Tja... Das wird wehtun. Fast fertig. Und ja, ich habe einen Origami-Fuchs gemacht. Ich liebe Füchse und ich liebe es, Papier zu falten. Ach, ich kriege meine nicht gefaltet. Total frustrierend. Das ist zu schwer für mich. Was? Schau dir an, was sie alles gemacht hat. So süß. Und ich habe nur Müll produziert. Ich will das nicht mehr sehen. Ich bin fertig mit Papierfalten. Dann stapel ich eben meine Poppets. Und das ist der letzte. Ja, ich hab's geschafft. Wow, du hast so viele Poppets? Mann, das Poppet zu drücken sieht nach Spaß aus. Vielleicht kann ich ja mit dem Papier was machen. Ich habe eine Schere, also kann ich auch gleich loslegen. Aus einem Blatt werden vier. Und jetzt zum Falten. Ich fange mit dem hier an, von Ecke zu Ecke. Und jetzt das Gleiche in die andere Richtung. Ich möchte, dass die Falten sauber sind. Okay, jetzt mache ich sie wieder auf. Die nächste Faltung wird ein bisschen knifflig. Aber es sollte wegen der Faltungen leicht gehen. Jetzt noch ein paar Faltungen von Ecke zu Ecke. Die Falze sind aber nicht so hart, was gut ist. Jetzt muss die Spitze in die Mitte. Beide Spitzen auf beide Seiten. Jetzt muss ich sie auf der anderen Seite öffnen und schließen. Die Spitze geht wieder in die Mitte. Jetzt drücke ich mit diesem kleinen Stock die Ecken auf. Erst die eine und jetzt noch die zweite. Gut, das hat gut geklappt. Jetzt klappe ich diese Seite nach innen und mache das auch auf der anderen Seite. Prima! Und den oberen Teil klappe ich auch um. Und ich bin fertig. Ich mache es jetzt auf. Es ist eine kleine Box. Und jetzt mache ich noch mehr davon. Tada! Wie ein bunter Regenbogen. Puh, schau mal, was ich aus Papier gebastelt habe. Siehst du? Das sind kleine drückbare Boxen. Ein Papierpuppet. Willst du mich veräppeln? Ich hasse Papierfalten. Schau mal, Mami, meine Puppe. Das ist schön, Liebes. Mir ist jetzt langweilig. Ich spiele lieber mit dem Teddy. Ach, mit dem bin ich auch fertig. Bum, bum. Ja, ich will neues Spielzeug. Was geht denn da vor sich? Sch, Mami mag keine lauten Geräusche. Hast du nicht einen Ausschaltknopf oder ähnliches? Na gut, nimm die Autoschlüssel. Ist okay, nimm sie. Ich wusste, dass das klappt. Das wird ganz viel Spaß machen. Wow. Das glänzt so schön. Und es gehört ganz alleine mir. Ich brauche nicht mal einen Führerschein. Schnallt euch an, es wird schnell. Sicherheit geht vor. Los geht's. Boom. Wow, ich kann gut Auto fahren. Piep, piep, aus dem Weg. Piep, piep. Wow. Hi. Guckt euch mal mein Auto an. Das ist toll. Alles okay, Liebes? Oh, okay. Ich hab's verstanden. Das ist ein schickes Auto. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Auto. Wenn es doch etwas gäbe, was ich tun könnte. Hä? Was ist das? Ist das ein Spielzeugauto?
Heute ist mein Glückstag. Das kann ich Annie schenken. Aber damit muss sie irgendwo fahren können. Ich weiß, was zu tun ist. Leg ein weißes Shirt auf eine flache Unterlage. Zeichne mit einem schwarzen Stift eine geschwungene Linie. Zieh sie bis nach unten. Zeichne dann eine zweite Linie daneben, um eine Straße zu machen. Jetzt kommt die Straßenmarkierung. Wenn du damit fertig bist, male die Straße aus. Achte darauf, nicht die Straßenmarkierung auszumalen. Am Ende sollte es ungefähr so aussehen. Jetzt wird's Zeit, den Motor anzuwerfen. Hey Annie, ich habe etwas für dich. Aber das ist noch nicht alles. Wow, eine Straße. Das ist fantastisch. Bum, bum. Das ist wie eine Mini-Massage. Das ist toll, Mama. Das ist das schnellste Auto aller Zeiten. Pass auf. Hä? Ups. Schon gut, Liebes. Ich habe nur etwas Rückenschmerzen. Schau mal, was ich habe. Willst du probieren? Das sind die besten. Ich mag das Blaue. Ich nehme dich. Rein mit dir. Einfach den Deckel zumachen. Das macht am meisten Spaß, sie zu quetschen. Oh, das fühlt sich gut an. Das Zeug kommt in die Wolke rein. Ich quetsche es hinein. Und jetzt warte ich. Mache so lange mein Make-up. Das sollte reichen. Das ist so spannend. Oh, der ist so süß. Und so knuffig. Cuteness Overload. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nam nam! Kannst du ein Foto machen? Lächeln! Lass los, das ist meins! Ups! Eine Ananas? Wo kommt die denn jetzt her? Ich glaube, ich habe eine Idee. Nimm ein Stück Pappe und schneide so eine Form daraus. Nimm ein Glätteeisen und ein kleines Quadrat aus Schaumstoff. Lege das Stück über eine Kreisschablone und drück eine Murmel hinein. Mache eine Mulde in den Schaumstoff. So ist es perfekt. Mache so viele, wie du Löcher in der Pappe hast. Trage nun essbaren Kleber auf der Pappe auf. Rundherum am Rand entlang und zwischen den Löchern. Lege den Schaumstoff darauf und drücke es zusammen. Drehe die Pappe um und lege das andere Stück Schaumstoff darauf. Drücke vorsichtig die Wölbungen durch die Löcher. Schneide aus Schaumstoff einen Rand aus. Wickle diesen um die Pappe. Befestige noch weitere Streifen horizontal darauf. Schneide noch Blätter aus grünem Schaumstoff aus. Ein tropisches Ananas-Poppet. Es funktioniert. Das macht so Spaß. Hier, versuch du's mal. Nicht so schnell. Das ist nicht die Verdächtige. Aber die hier schon eher. Wir haben unsere Verdächtige. Ich meine Ananas. Dann mal weiter. Was zocke ich jetzt? Die andere Welt ist viel cooler. Wow, voll episch. Das Outfit ist auch besser. Yes. Das Kleid gehört mir. Cool, was für ein Schnäppchen. Ich brauche noch einen heißen Schlitten. Oh, das war schon etwas teurer. Was soll's? Oh, die Yacht gönne ich mir auch noch. Juhu! Ein Geschenk? Noch mehr Geld! Ich tanze im Geldregen, Baby! Wuhu! Ah, so ein langweiliger Tag. Vielleicht flüchte ich einfach in eine andere Welt. Hey, gar nicht so übel! Ich bin reich! Hey, so hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. Mann, ist das staubig. So, schon viel besser. Und was gibt's noch zu tun? Irgendwie ist das voll beruhigend. Ich meine, der Haushalt schmeißt sich nicht von allein. Nice. Was muss noch erledigt werden? Oh, euch sollte man mal wieder gießen. Das reicht. Wow, ist das für mich? Das kommt auf das Sparkonto. So ein Jammer. Pass auf, meine Zauberkräfte können den Ball bewegen. Wow, wie machst du das? Nimm es. Ich will auch zaubern können. Es bewegt sich nicht. Ich glaube, es ist kaputt.
Ich zeig dir meinen Zaubertrick. Probier's damit. So. Es bewegt sich. Machst du das? Oh nein, pass auf. Zack. Wow, das war knapp. Manu, jetzt kann ich nicht mehr spielen. Es ist weg. Schon gut, reg dich nicht auf. Ich bring das in Ordnung. Schneide ein Papier aus und teile es so ein. Falte es dann zu einem Würfel. Klebe es mit Tesa zusammen. Mach noch einen Würfel und klebe die beiden zusammen. Lege die beiden Würfel aufeinander und klebe an beide Seiten Klebeband als Scharnier. Mach das Ganze noch ein paar Mal und benutze unterschiedliche Farben. Baue aus den Würfeln ein langes Rechteck und klebe sie alle aneinander. Lege die Würfel aufeinander und klebe sie auch hier zusammen. Mach das an allen Seiten. Danach klebe verschiedene Emojis auf die jeweiligen Würfelseiten. Du kannst all deine Lieblings-Emojis nehmen. Jetzt hast du immer eine andere Kombination an Emojis. Check das mal aus. Weiß nicht. Was ist das denn? Das ist eigentlich ganz cool. Das ist toll. Das hast du gemacht? Ja. Wow. Oh. Hä? Was ist das für eine Zauberei? Shh. Was ist noch hier drin? Oh, das könnte interessant sein. Wow, sieht aus wie eine Lichtshow. Schau dir das an. Es fängt an zu fliegen. Das ist fast magisch. Unglaublich. Ich lasse es starten. Ja, es fliegt durch die Luft. Hey, Finger weg. Das ist mein fliegender Ball. Okay, na gut. Ha, dafür habe ich Bastelpapier. Ja, ich glaube, ich kann damit was anfangen. Dann falte ich mal das Papier. Jetzt falte ich diese Ecke zur Mitte und die andere auch. Gut. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Ich muss darauf achten, dass der Falz richtig sitzt. Gut, jetzt öffne ich es wieder und klappe die Spitze nach oben. Jetzt wird's noch ein bisschen komplizierter. Jetzt muss ich eine weitere so lang falten. Das sieht gut aus. Ja, es ist vollbracht. Ich habe einen Papierflieger gebastelt. Machen wir einen Testflug. Wow, das gibt's nicht. Der fliegt so gut. Schau dir das an. Da kommt er. Ducken. Der fliegt echt hoch hinaus, oder? Hey, Ball, bleib hier. Wer braucht schon so einen Ball, wenn du einen coolen Papierflieger hast? Ahem. Das ist so demütigend. Ups. Ist schon morgen? Aufwachen, Fräulein. Tut mir leid wegen der Blume. Egal, was möchtest du gerne anziehen? Ich weiß nicht. Nichts davon. Wunderbar, Fräulein. Die sind hübsch. Nein. Das glitzert so schön. Nein, das mag ich nicht. Vielleicht lieber schlicht? Nein. Ich brauche einen neuen Job. Ich komme, kleines Fräulein. Wow! Das wird später noch wehtun. Das sind all deine Kleider in diesem Haus. Nein! Ernsthaft? Warte mal. Vielleicht können wir die VR-Brille nutzen. Darauf hätte ich auch früher kommen können. Ich will aber nicht spielen. Setz sie einfach auf. Wer hat das Licht ausgemacht? Warte kurz. Oh, das ist schick. Na, endlich. Gefällt mir nicht. Natürlich nicht. Oh, das sieht süß aus. Wie sehe ich aus? Wunderschön. Danke, du kannst jetzt gehen. Ich will schlafen. Was? Soll das ein Scherz sein? Ich finde den Hahn blöd. Uff, ich bin noch so müde. Aber ich muss wohl aufstehen. Was stinkt denn hier so? Ist ja ekelhaft. Oh, das bin ich. Was ziehe ich heute an? Das ist alles? Mehr habe ich nicht? Ein T-Shirt? Und das hat auch noch ein Loch. Aber irgendwas muss ich doch anziehen. Schätze, das muss reichen. Das ist so unfair. Ich hätte so gern neue Klamotten. Was ist das? Hey, das habe ich ganz vergessen. Vielleicht hilft mir das, ein neues Outfit zu finden. Das wird toll. Das ist süß. Etwas lässigeres. Was jetzt? Ich mag Rot. Nur schade, dass ich keine dieser Klamotten habe. Nur dieses alte rote T-Shirt. Aber das macht trotzdem Spaß. Wow. Pass
auf das Raumschiff auf. Ihr habt euch mit der falschen angelegt. Ich hab's wohl etwas übertrieben. Das tut echt weh. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Okay, wen rufe ich an? Massagetherapeuten? Ich brauche Hilfe, also sofort. Hat hier jemand nach Hilfe gerufen? Mein Finger tut voll weh. Das haben wir gleich. Einmal ablegen, bitte. Na, wie fühlt sich das an? Die Verspannung löst sich schon. Besser? Viel besser. Ich habe magische Hände, weißt du? Der Finger ist wieder voll gut. Danke. Viel Spaß beim Zocken. Na los, explodier endlich. Yes, das war der letzte. Den kriegen wir auch noch. Oh Mann, mein Finger ist ja ganz starr. Hoffentlich ist er nicht gebrochen. Ich hab's. Dann spiele ich eben so weiter. Fast so gut wie mein Zeigefinger. Von einem Kampf von Finger lasse ich mich doch nicht unterkriegen. Nice. Nicht schlecht. Die Spielzeugautos sind toll. Komm. Machst du Witze? Die sind voll blöd. Das sind fantastische Spielzeugautos. Ja, die haben sich in ein Einhorn verwandelt. Wow, das ist unglaublich. Vielleicht transformieren sich meine auch. Los geht's. Oh nein, das hat nicht funktioniert. Was soll ich jetzt machen? Oh, jetzt tut sie mir leid. Hey, schau mal. Du kannst einen Teil des Einhornautos haben. Für mich? Wirklich? Vielen Dank. Ich verwandle es wieder in ein Auto. Wow, das Auto sieht auch voll cool aus. Hey, wollen wir sie crashen lassen? Ja, das ist so ein cooles Spielzeug. Also, das ist mein Zuhause. Wow, das ist riesig. Ich weiß, setz dich. Wow, du hast so viel Spielzeug. Und eine Menge Geld. Was hast du da? Das ist nicht so beeindruckend. Ist das alles? Ja, das ist mein Äffchen. Das sind ja viele Taschen. Du hast so ein Glück. Die sehen toll aus. Wow. Ja, ich brauche jeden Tag eine neue Tasche. Ich schaue sie mir mal genauer an. Ich habe noch nie so viele Handtaschen gesehen. Die sind so hübsch. Oh, schau dir die an. Was machst du da? Entschuldigung. Gib die mir. Die war wirklich teuer. Jetzt sind da ihre schmierigen Fingerabdrücke drauf. Ich habe nur diese Plastiktüte. Ich hatte noch nie schöne Sachen. Oh, was ist denn in dieser Kiste drin? Wo willst du denn jetzt hin? Schau dir mal all die coolen Sachen an. Das ist doch nur Müll. Ich könnte diese Kiste gebrauchen. Gib mir eine Minute. Schau dir mal meinen neuen Rucksack an. Oh, der gefällt mir. Wo hast du den denn her? Ich will auch so einen. Hier, nimm ihn. Oh ja, das ist so cool. Das ist mein neuer Liebling. Vielen Dank. Vielleicht können wir ja tauschen. Ich hätte wissen müssen, dass da ein Haken ist. Aber schätze, das ist nur fair. Aber ich bin nicht glücklich damit. Hier, du kannst die haben. Echt jetzt? Sie gehört dir. Egal, ich habe ja jetzt die. Die passt nicht ins Regal. Ich habe meine Meinung geändert. Annie? Sie war doch eben noch hier. Die Autos sind der Wahnsinn. Wow, so ein spannendes Rennen. Ich wette, ich wäre eine gute Rennfahrerin. Ja, yep, das richtige Equipment habe ich schon. Gib dir diesen geilen Helm.
Okay, los geht die wilde Fahrt. Bis dann. Das ist viel schwieriger, als ich dachte. Du schaffst das. Ja, ich habe gewonnen. Wow, der Gegenwind ist voll krass. Wow, von wo kam der denn her? Nein, das war knapp. Das wäre beinahe schiefgegangen. Ich habe eine Idee. Das perfekte Lenkrad. So fällt mir das Handy nicht mehr runter. Tut tut, aus dem Weg, Leute. Hey, wo zum Geier ist die Klobrille? Jared! Ups, ich muss weg. Egal, wie viel Geld du hast, zu Fuß zur Schule zu gehen ist ziemlich gleich. Naja, fast. Mein brandneues Handy! Weißt du, wie teuer das war? Dafür wirst du hoffentlich bezahlen, Alter. Kann ich es vielleicht noch retten? Die Reparatur kostet um die 100 Euro. Aber ich kenne eine günstigere Variante. Es geht nichts über Klebeband, um Dinge wieder ganz zu machen. Es sieht zwar nicht hübsch aus, aber wenigstens funktioniert es. Jetzt der Moment der Wahrheit. Komm schon! Ja! Hallo! Kannst du mich hören? Aber wenn du Geld hast, sind Pannen wie ein kaputtes Smartphone überhaupt keine große Sache. Kannst du nicht aufpassen, wo du hinläufst? Was ist nur mit den Leuten los? Schau dir diesen riesigen Kratzer an! Schätze, ich hol mir ein neues Handy. Ich hab's zuerst gesehen, weg da! Die Bauern sind ganz schön streitsüchtig. Zum Glück habe ich noch ein Ersatztelefon. Hallo? Sorry, was hast du gesagt? Hi, David. Gefällt dir etwas? Die Auswahl ist echt riesig. Die gefällt mir. Wow, das ist alles so schön. Aber ich kann mir nichts kaufen. Ich gehe wieder. Bye. Sollte ich meinen eigenen Schmuck machen? Ich habe alles dafür, was man braucht. Mal sehen. Oh, das könnte nützlich sein. Ich fädele die Perlen einfach auf. Das ist gar nicht so einfach. Komm schon. Na los. Geschafft. Das wird nun verknotet. Oh. Und nochmal von vorn. Damit bin ich zufrieden. Etwas zu klein. Ich ziehe es einfach über meine Hand. Okay, so geht das nicht. Ich muss es ausleiern. Nein, nicht schon wieder. Das ist so nervig. Mir reicht's. Blödes Armband. Ich will doch nur was Schönes zum Anziehen haben. Hä? Wo kamen denn die Zitronen her? Wow, na sieh mal einer an. Das sind so viele. Das bringt mich auf eine Idee. Wenn du Früchte und Schmuck magst, wirst du das lieben. Schneide eine Zitrone. Pass dabei auf deine Finger auf. Lege die Zitronenscheiben auf ein Backblech und stelle sie in den warmen Ofen. Backe die Zitronen, bis sie ausgetrocknet sind. Etwa so. Die sind nicht zum Essen. Fülle einen Behälter mit flüssigem Glas. Mit einem Holzstäbchen dippst du die Zitrone im flüssigen Glas. Achte darauf, dass die Zitrone komplett bedeckt ist und lass den Rest abtropfen. Mache mit dem Holzstäbchen ein Loch und befestige einen Ohrringhänger daran. Dasselbe machst du mit den anderen Scheibchen. Wow, die sehen toll aus. Mutter Natur wäre stolz auf mich. So, jetzt werde ich etwas Geld verdienen. Mein Laden ist eröffnet. Was meinst du? Die sind toll. Ich nehme ein paar. Hier, für dich. Hey, hi Ava. Ich liebe deine Ohrringe. Tauschen wir? Klar. Die sind für dich. Wow, die wollte ich unbedingt haben. Die sind so süß. Oh, gute Nacht.
die Lampe ist viel zu hell. Ups, ich tollpatsch. Und was liegt da noch so rum? Oh, was ist das denn? Das hatte ich ja total vergessen. Was ist das? Barbie, hier bist du also gelandet. Keine Sorge, jetzt kuscheln wir wieder. Ah, wieder vereint. Barbie? Ah! Ich fühle mich so hässlich. Oh, das muss ein Traum sein. Ein Albtraum. Oh, das war gruselig. Aber sie sieht wirklich verwahrlost aus. Wir pimpen dich wieder auf. Das haben wir gleich, keine Sorge. Wir kriegen dich wieder hin. Zuerst ist dein Outfit dran. Dir gefällt rot, habe ich recht? Male Streifen von rechts nach links. Die Länge sollte für ein Kleid passen. Voll süß. Sieht schon viel besser aus. Und du musst es nicht mal shoppen gehen, Barbie. Gute Nacht. Ach, endlich schlafen. Süße Träume. Ein neues Kleid? Oh, danke. Eine klitzekleine Runde Applaus. Ich liebe diesen Witz. So viel Zeug. Handschellen? Oh je. Hi, danke. Die brauche ich nicht mehr. Wann habe ich die denn gekauft? Rein damit. Nagellack? Den brauche ich nicht. Der Karton ist voll und kann raus. Oh, was stinkt hier so? Ah, endlich ausgeschlafen. Noch mehr Zeug? Cool. Ich brauche aber mehr. Was ist denn in diesem Karton? Wow. So ein Schrott. Nagellack. Den könnte ich definitiv gebrauchen. Zeit für eine Maniküre. Eine Maniküre der etwas anderen Art. Dieses Mal dekorieren wir unsere Finger. Siehst du den Nagellackstreifen? Warte, bis er trocknet. Dann brauchst du etwas UV-Licht. Das ist im Nu trocken. Nimm den Ring vom Finger, damit du ihn dekorieren kannst. Am besten nimmst du einen dünnen Pinsel. Ich liebe Herzen. Du auch? Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Jetzt hast du neue, selbstgemachte Ringe. Wer hat hier Mundgeruch? Hä? So elegant. Die Ringe sind echt hübsch. Die hier? Wie viel kostet einer? Zuerst du. Nee, du. Na schön. Juhu. Ich bin reich. Ach, die wasche ich. Was? Ihr wollt auch Ringe haben? Was wollen wir uns anschauen? Den Gruseligen. 5 Mäuse für den dummen Film? Ich glaube, ich habe etwas Bargeld. Glaubst du, das wird reichen? Wir brauchen mehr als 4 Mäuse. Mein Sparschwein. Da muss Geld drin sein. Echt jetzt? Das ist eine Menge nichts. Ein Versuch war's wert. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Okay, lass das Geldschnorren beginnen. Meine selbstgeschriebenen Songs sollten etwas wert sein. Du bezahlst mich, damit ich aufhöre? Wenigstens hat er etwas gegeben. Okay, irgendwie schaffen wir das schon. Ich wette, ich habe hier irgendwo was drinstecken. Ach, ich dachte, das wäre mehr. Sind hier vielleicht ein paar Scheine drin? Ist das überhaupt meine? Wir brauchen mehr. Wie viel hast du bekommen, Bella? Es fehlen noch 80 Cent. Wollen wir was ausprobieren? Nur ein Ticket für eine Person, bitte. Jep, ich passe da schon rein. Danke. Bereit, den Film zu sehen, Bella? Zeit, aus dem Versteck zu kommen.
Es geht doch nichts über einen 2-für-1-Deal. Wow, ihr seht fabelhaft aus. Ihr könnt direkt reingehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als bei Fremden zu sitzen. Warum also nicht jeden Platz im Saal kaufen? Lass es regnen, Schatz.